Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sek und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es Jahresrückblick SBC, SBB. Und zwar, wir werden 4 Stück ziehen, ich 2 und mein Gast Max auch 2. Was geht ab, mein Freund? Ja, Kuma Jungs, was geht? Gut kicken die Runde. Ja, auf jeden Fall heute hier solche Flashback-SBC-Teile am Start. Ich glaube, da sind geile Spieler so drin. Echt richtige Bretter, so ein MAP und alles, glaube ich, ist da drin. Und so geilere SBC-Karten. Also ich sehe mich da, sage ich, ja, ich hoffe, wir lacken mit rein, ne? Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Habt gerne unter den Kommentaren, was ihr auch demnächst sehen wollt hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir streamen jeden Tag auf Twitch mittlerweile, jeden Tag was Fall Guys. Habt ihr Bock auf Fall Guys-Videos? Schreibt es gerne unter den Kommentaren. Ansonsten wird es so sein, ich ziehe 2, Max zieht 2 und eins von denen wird unser Starspieler, den anderen müssen wir natürlich auch mitnehmen, aber dann den sagen wir auf jeden Fall nicht, sonst wissen wir ja, wie er die Sport, ach, ihr müsst schon das sehen. Übermorgen kommt auf Max Kanal auch ein Video online, viel gequatscht, wir gehen rein, lass uns ziehen, oder? So ist es, können wir machen, wollen wir rechts, okay, oder links zuerst machen? Milatte, ich sag mal so 3, 2, 1 und wir gehen rein. Let's go. Mauspack auf Hoffnung, kill your Emperor. First war. Okay, lass mich kurz überlegen. Ja, ich muss ja auch mal ganz kurz. Ich muss den mitnehmen, Jungs. Ja, der sieht gut aus. Den nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Ich weiß jetzt nicht, ob der mein Starspieler wird. Plus 1. So, wir machen weiter. Nummer 2. Let's gehen go. Direkt rein und. Okay, ja. Er sieht zwar fresh aus, aber wir müssen den hier mitnehmen. Und zwar mein Starspieler wird der Hurricane 93. Alter, ich habe eine richtig geile Auswahl. Also die zweite ist wirklich, wirklich geil. Das wird auch mein Starspieler. Also ich habe hier entweder Da Costa, Witzel oder Modest. Das sind alles drei. Modest. Ja, komm, wissen wir. Modest okay. Ist drin. Okay, Jungs, also Hurricane ist mein Starspieler. Modest wird dein Starspieler, glaube ich, ne? Jo. Okay, Jungs, dann bauen wir den Teams. Jungs, wenn ihr günstige Spiele oder PSN-Karten haben wollt, dann checkt meinen Partner Eneba aus. Mit dem Code ZERKANISTA kriegt ihr noch 3% Jungs und Mädels. Außerdem könnt ihr bei Eneba auch für andere Länder natürlich PSN-Karten holen, wie zum Beispiel Österreich, Frankreich, Holland und vieles mehr. Nicht nur Guthaben kriegt ihr bei Eneba, außerdem kriegt ihr natürlich auch Spiele sehr, sehr günstig, wie zum Beispiel GTA, Minecraft, Far Cry. Ja, mit dem Rabattcode ZERKANISTA kriegt ihr auch da natürlich 3%. Checkt auf jeden Fall die Seite aus, Jungs. Ja, hier findet ihr alles. Alle Spiele, auch natürlich auch für Xbox, Nintendo, Guthabenkarten natürlich auch für Nintendo und so weiter und so fort. Dankeschön, Bro, für deine Unterstützung. Ganz oben ist Eneba verlinkt, Jungs. Ja, checkt auf jeden Fall aus. Ja, damit unterstützt ihr mich. Dankeschön für alles. Kuss geht raus. Wir machen weiter mit dem Video. Let's go. So, Jungs, da sind wir wieder zurück. Und ich halte mal rein. Wir starten. Let's go, Bro. Ja, also ich sag mal so, ein bisschen offensichtlich musste ich leider gehen. Und zwar links einmal mit einem Leroy Sane und rechts auf der Seite, ich glaube, den hast du nicht. Das ist ein Berardi, Team of the Season, hat geile Stats übrigens, ziemlich unbedingt mal testen. Wow, okay. Jo. Wer war dein... Achso, kannst du ja doch nicht sagen. Ich habe Kingsley Coman und Diaby aufgeschrieben. Richtig, das ist stark, Jungs. Das ist wichtig und richtig. Und ich halte mal rein, die beiden Jungs. Dazu so viel Auswahl. Ich im Premier League gefühlt spielen ja 1000 Leute auf dem Flügel. Das ist geistkrank. Ja, also mein zweiter Spieler ist tatsächlich auch am Start. Perfekt zu Harry Kane, mein Freund. Und zwar, das ist der Kulusevski, den ich auch gezogen habe. Als erstes sogar. Und Nummer 2, den habe ich auch schön im Verein. Und zwar Huynh-Minh-Son. Huynh-Minh-Son kannst du rausmachen, hat eine Zerrung gestern Abend bekommen, deswegen der fühlt sich nicht so ganz fit, weißt du. Und Sterling rechts hatte ich. Oh, Kulusevski ist geil, Mann. Der ist richtig, richtig geil in Game. Ja, ich bedanke mich noch, dass ich auch mit Son nicht spielen darf. Danke dir auf jeden Fall dafür. Machen wir weiter, Jungs. Ja, bin gebrochen. Let's go. So, Jungs und Mädels, wir kommen zum Mittelfeld bei dir. Also ich sag ganz ehrlich, du konntest alles nehmen. Also du wirst noch in der Icon gehen, dann noch zwei andere so, aber ich habe die Klassiker mal aufgeschrieben. Klassiker wie Goethe. Ja, da hast du recht. Mit einer Icon tatsächlich nicht. Und zwar, ich habe 3 Italiener am Start, meine Damen und Herren. Und Max Malle. Und zwar auf der linken Seite haben wir den Tonali, dann El Shaarawy in der Mitte, plus noch den Spinazzola nehmen wir auch mit. Super Karten. Ja. Ja, Chaumeni, Aouar und Kimmich. Super. Ja. Ja. Starker.
Ja, halt mal rein lieber und dann. Ja, ich halte mal rein, let's go. So, pass auf, zweiter Starspieler kommt bei mir jetzt zum Einsatz, nämlich der gute Mario Machin. Er macht ihn Götze, spielt bei mir linkes, zentrales Mittelfeld. Den musste ich auf dem Account irgendwann mal abstoßen, deswegen ist es geil, Leute, dass ich den wieder hier bekommen habe. Auf jeden Fall GGs, grüß ihn aus an Yay. Und dann in der Mitte Diego Armando Maradona. Du bist ja ein ganz witziger, hä? Auf ganz entspannten rechts, nämlich da gibt es einen Argentinien-Link aus der Liga und zwar Pereira, die Linken da so. Und dann, ja, macht das Ding. Ja, gut gemacht. Zidane, Kimmich und Ras. Raspadori. Richtig. Kannst du behalten natürlich. Jetzt machen wir weiter mit. War hier beide in Außenverteidiger, Jungs. So, Jungs, wir machen dann direkt hier weiter die dritte Runde und zwar die beiden Außenverteidiger. Let's go. Ja, und zum Bronzekeeper bei mir. Ich gehe erstmal rechts rein mit einem Info, den ich glaube ich noch nicht gekauft habe. Der heißt nämlich ganz kurios und zwar Pharaoni oder sowas. Diesen Pharao, deswegen auf jeden Fall grüße ich ihn aus an den Jungen. Der spielt da rechts bei mir auf der Position. Da haben wir ein Info, genau. Und links spielt David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim. Ja, der wird auch höchstwahrscheinlich wechseln, habe ich gehört. Rechts, Guardado. Und bevor er wechselt, wechsel du mal deinen Raum. Und zwar mit einem Bronzekeeper. Ja? Och nee, Jungs. Das ist nicht geil. Das ist gar nicht so geil, muss ich mal so leider sagen. Und, ich halt mal rein, eigentlich. Aber ey, das ist Real Talk. Das ist nicht mal so geil, die ganzen Spieler auf Camp zu bringen. Vor allem Götze, diese komische Liga da. Aber lass mal gut sein. Yo. So, machen wir weiter. Und zwar auf der linken Seite, mein Freund. Ja? Grüße gehen raus an meinen Freund Tabak, der Perisic haben wir am Start. Und auf der rechten Seite passt gar nicht, aber ich habe noch kein Icon benutzt, Jungs, ja. Spoiler. Und zwar auf der rechten Seite haben wir den Thiago Mendes, super Karte hier. Perfekt, Lazari und Theo Hernandez. Also ich habe keine Ahnung. Danke. Das, ja, perfekt, ja. Jungs, machen wir weiter. Wie gesagt, ich habe noch kein Icon benutzt. Schauen wir mal. Okay, yes, we can. Ich halt rein. Zehner, wenn ich einen hab. Okay, Zehner. Also, ich hoffe, dass du ein Icon aufgeschrieben hast. Ne? Hast du? Kann sein, ja. Aber auch in der Innenverteidigung, ne? Kann sein. Ja, im Tor gehen wir mit Yashi, meine Freunde. So, und zwar dann in der Innenverteidigung haben wir den Marquinhos am Start und dazu ja, den Bremer. Es gibt's nicht. Warte mal, habe ich ihn aufgeschrieben? Bremer wollte ich aufschreiben. Handanovic, Koulibaly und Marquinhos. Ah, ja. Okay, let's go. Ich habe die ganze Zeit so Icon und sag, komm, wir auf. Komm, ich halte rein. Muss ich doch schön hochgepokert, Jungs. Und dann gehen wir rein mit meinen IVs, wo ich jetzt gar nicht mal weiß, wer da steht überhaupt. Genau. Das wird was ganz Lustiges, nämlich der Antonio Rüdiger. Dann daneben muss ich spielen, weil die haben keinen Perfect Link hinten irgendwie in der Premier League mehr gehabt. Sonst wäre es nicht mehr vollkommen gewesen wegen drei Ligen. Christensen daneben und der gute Mondi. Also sind coole Karten, ein bisschen älter schon, aber es ist auch mal cool, die zu spielen. Ja, wieder. Super. Manu, neuer Schlotti und Jan. Let's go. Let's go. Jungs, ein Satz bedickt, das war wohl nix. Bronze Innenverteidiger kommt auch jetzt hier rein. Und dann lade ich dich ein und dann verliere ich eventuell. Vielleicht auch nicht. Guck mal. Let's go. So, dann gehen wir mal hier rein, meine Damen und Herren. Oh, jetzt kommt ja Rummel. Harry Kane. Oh, Ari. Oh. Ari. Schön. Kulusevski! Was ist das für ein Junge. Schuss hier? So ein gutes Ding hier. Modest. Anthony ist langsam. Stark gemacht, Sabine, hast du das schön gespielt auf mein Freund Kulusevski. Was macht denn der Kulusevski? Nochmal nach hinten, nochmal einen Haken. Nochmal in die Mitte. Und jetzt Tonali! Stark. Komm, Kulusevski, mein Freund. Einfach mal durchsetzen hier. Auch mal reinflanken und auch mal Kopfballtor. Ui, was passiert hier? Was sehe ich hier? Ey, meine Spieler nehmen die Bälle nicht an. Oh. Kein Foulspiel. Ja, verstehe. Okay, Ja, super. Also super. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht viel sagen. Ja, nee, das war okay. Stark. Ja, das war sehr stark. Oh, warte. Ja, go. Ein Abseits. Bin gespielt. Kulusevski. Abschluss suchen. Kulusevski erkannt. 1:1. Danke, bitte. Das sieht gut aus. Das sieht ja überhaupt gut aus, Freunde.
Was sehe ich, Digga? Alles gut. Ach, alles gut. Scheiß, was bisher sind Traumtore. Traumtore. Was sind das für Tore hier? Oh nee. Ja, Modest. Anthony Modest. Ich will dich verlieren. Noch 20 Minuten, Jungs. Pusht euch hier. Spinazzola, ich liebe dich. Ich liebe dich, Pizza Margherita, alles. Tono, alles mitnehmen. Danke. Ach, Mann, Digga. Oh nee, abseits, bitte. Modest. Die Fahne. Modest. Wo ist denn die Modest. Fahne? Anthony, warum macht denn der den nicht? Das ist einfach der Keeper. No way, please. Und das ist Diego Amanda. Ich hab gleich verkackt den, ne? Ehrlich. Big Jungs! Und Anthony. Digga, Yashin, I love you, my friend. Wahnsinn, Yashin, Junge. Sahne. Aha. Aha. Okay. Weißt du, zu wem ich gespielt habe? Der passt, Jungs. Also ich sag's euch ganz ehrlich, den habe ich nicht im Ansatz so gewollt, aber alles gut. Bitte. Kulusevski. Kuss geht raus. Thiago. Kulusevski. Ja. Harry Kane! Nein! Harry Kane! Raus. Komm, holt den raus, ey. Komm, mach den raus. Let's go, Jungs! GG, Bro, GG. GG's. Ey, was ein Öler-Game, ich bin ehrlich. Jungs, wir gehen rein. One pick, one discard. Hast du fertig umgestellt? Ja, ich hab umgestellt. Perfekt, okay. Welche Formation hast du nochmal? Hier, 3-3. 4-3. Okay, warte mal. Ein Discard habe ich. Das heißt, du hast in die Mitte das ganze Wertlose gestellt wegen einem Pick, Jungs. Denkt er, ich nehme etwas aus der Mitte da. Ich gehe mal auf die Seiten. Warte mal, du hast bei mir den LV gesniped. Ich nehme einfach den LV, Jungs. Joa, da haben wir den Perisic am Start, mein Freund. Ja, super. Hast du dich umgestellt? Nee, ich habe gar nicht umgestellt. Weißt du, er betont es dreimal. Er hat sich so Zeit gelassen. Ich glaube das nicht, ehrlich. Ich kann es, Jungs. So, da holen wir den Perisic mal weg. Ja, Jungs, also, wir fangen auch nicht so lange. Jungs, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checken wir für Max aus. Und dann, Jungs, ja, Daumen oh, nach oben. Wäre super, ne? Checkt auf jeden Fall die Twitch. Mein Twitch kann auch raus. Wir sind jeden Tag um 14 Uhr da live. Max, danke dir nochmal, dass du da warst. Los geht's raus, mein Freund. Ciao.